Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. In den letzten drei Folgen haben wir das ME-System gebaut und heute wollen wir das Rathaus hier fertigstellen. Aber vorher wollte ich euch was zeigen, und zwar ist da die Ranke extrem viel weiter gewachsen. Hier die Ranke ist weiter gewachsen und dort, ups. Wartet, hier ist noch eine hochgewachsen da. Die haben sich oben verbunden. Also ich denke mal tatsächlich, dass irgendwie ein Baum oder so wächst. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir uns hier erstmal die Blöcke nehmen. So. Und ich habe hier schon mal den Grundriss vorgezogen. Hier, das ist außen noch. So. Dann kommt hier eine Schicht mit ganz normalem hin. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal eine schöne chillige Baufolge hier. Möglicherweise baue ich in dieser Folge das tatsächlich komplett fertig und in der nächsten Folge kümmern wir uns oben ein bisschen um unsere Sachen, weil ich muss definitiv noch eine Sache bauen. Und zwar eine zweite Autosieve-Anlage, wo dann Cobblestone wird in Kies umgewandelt. So. Ich möchte allerdings auch noch eine Anlage bauen, die an die Kiste angeschlossen wird, wo dann der Kies nochmal durchgehämmert wird und der Sand, der dann rauskommt, auch nochmal. So dass wir das bekommen. Weil da bekommen wir dann Redstone und sowas raus. Und Redstone ist etwas tatsächlich, was wir brauchen. Ich muss auch noch mal gucken, vielleicht bauen wir sogar noch eine weitere Anlage, wo da nur Sand durchgesiebt wird. Also, dass wir halt tatsächlich alles vollautomatisiert haben. So. Ja, ich bin zwischendurch mal gestorben, mal wieder. Darum habe ich keinerlei Level. Das war jetzt ein bisschen doof, aber naja. Kann jedem mal passieren. So, Nahrungsmittelgebäude wird auch gebaut noch. Möglicherweise habe ich das dann vielleicht schon in der nächsten Folge komplett fertig. Weiß ich allerdings noch nicht. Ich habe mir gedacht, dass hier erstmal eine riesengroße Eingangshalle kommt. Wo es dann im Nachhinein hochgeht. Auch noch in eine weitere Ebene, wo dann so Verwaltungsbüros sind, wo wir ein paar Angestellte haben. Hier, das wird zugleich auch noch eine Bank sein.
Weil ich auch Steuern natürlich erhebe hier, sobald das hier mal ein bisschen fortgeschrittener ist, die Stadt. So, die Fackeln setzen wir natürlich wieder. Wäre ganz schön, wenn es jetzt mal aufhören würde zu regnen. Gut, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ups, das war eins zu viel. So, dann haben wir hier einen riesengroßen Eingangsbereich, wo dann hier. Hier so ein Eingang gebaut wird. Der Rest wird dann mit Glas ausgekleidet. Ansonsten machen wir hier mit den ganz normalen Quarzblöcken weiter. Und ziehen das hier so lang. Hier ziehen wir nochmal eine Säule hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwischendurch nochmal eine Ofenkartoffel futtern. Hier nochmal eine Säule hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, was ist denn jetzt los? Ah, der Server ist abgestürzt. Müssen wir drauf joinen? Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gefixt habe. Hey und herzlich willkommen zurück. Ja, mein Server ist kurz abgeschmiert. Ich zock ja schon auf dem Server, weil tatsächlich jemand dazukommt. Warum und wie, sage ich allerdings noch nicht. Aber es kommt jemand. Gut, ja, was machen wir jetzt? Ich habe hier noch kein Glas. Oder habe ich das. Ist das mit in der Kiste? Fichtenholz. Oh. Scheiß Mobs.
Da kommt direkt der nächste. Komm doch. Scheiß Viecher. Also Fenster habe ich jetzt noch nicht, das heißt, ich baue das mal kurz nur ohne Fenster. Ich würde vorschlagen, die Fenster, die gehen bis oben. Machen wir hier nämlich mit gemeißeltem Zeug. Ja, ich muss auf jeden Fall mal gucken. Ich muss dem Server mehr RAM zuweisen. Allerdings, die Folge geht das noch so. Ganz gut. Also, ja. So, dann hier das nochmal wegmachen. So. Okay, gut. Naja, ich meine, letztendlich ist das hier eh nur eine Baufolge. Wären wir jetzt irgendwie PvP gewesen oder sowas, was hier natürlich nicht kommt. Ich mache hier kein PvP drauf. Aber wäre es jetzt so gewesen, wäre es schlimm gewesen. Aber da wir hier eh nur bauen, eigentlich nichts weiter passiert ist. So. Dann hätten wir das hier schon mal so, dass wir die Treppe nach oben machen. Dann können wir hier nämlich jetzt gleich schon mal die nächste Ebene einziehen. Die Fenster baue ich dann offscreen ein. Ja, bei mir macht das auch mal so Spaß, einfach mal eine ruhige Folge, so ein bisschen bauen.
So, dann greifen wir auf. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Endlich! Also ich finde das bisher so echt schön. Vor allem das hier mit dem Quarz auch. Das gefällt mir persönlich sehr gut. So, dann muss ich noch mal ein paar mehr Slaps machen.
aufbauen. Das wird so geil aussehen, mit zum Beispiel auch mit dem Dach. Ich freue mich schon. So würde ich sagen, reicht das sogar schon. Dann ziehen wir hier wieder ein paar Säulen hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben diesmal. Wie auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Diesmal verbinde ich die direkt, allerdings jetzt auch mit normalem Quarz. So, warten, bis wir uns heilen wieder. So, und dann, eins, zwei. So. Okay, jetzt muss ich tatsächlich dringend was essen. Mit drei Herzen. Aber jetzt läuft der Server gut. Also kann mich echt nicht beschweren gerade.
So, und dann jetzt die letzte Strebe noch einziehen. So, und hier drauf kommt ja dann schon das Dach. Von daher. Gut, dann essen wir noch mal gerade eben kurz was. Gut. Jetzt muss ich überlegen. Eins, zwei. Ja, also vorher muss ich eh nochmal runter, weil ich möchte hier eine Treppe hochziehen. Ich möchte, dass man auch direkt unterhalb des Daches hinkommt. Dafür hole ich mir allerdings nochmal zwei Stacks. So. So, jetzt ist nur die Frage, baue ich das? Ich baue das hier in die Richtung. So, so, so. Okay, ich brauche dringend eine Nahrungsmittelproduktion, eine neue. Weil mir gehen die Kartoffeln aus. Gut, noch eine Stufe höher. So, hier wird das jetzt komplett ausgeklustert. Dann kommen hier die, kommt hier das echt geile Dach drauf, wie ich persönlich. Ich persönlich finde das echt geil. Und ja. Bin schon zu weit drüber, ne? Ja, hier die Schicht muss abgerissen werden wieder.
Am besten gehe ich runter und baue die Treppe mal eben. Fertig. Weil hier habe ich sie, aber da noch nicht. Eins, zwei, drei. Ich weiß, hier müsste ich jetzt eigentlich keine Stufen mehr machen. Ich mache das einfach aber wegen dem Stil. So. Ich glaube, ich lasse mir aber das Glas da liefern. Das bietet sich eigentlich an hierfür. So, und dadurch, dass sie nichts Brennbares ist, kann ich auch keinen Blitz großen Schaden machen. Beim Nahrungsmittelgebäude war ja das Problem, da war alles aus Holz. Bis auf ein bisschen Cobblestone, den ich ja. Ja, klar, hier kann das auch passieren, ne? Mit dem Cobblestone. Der ist ja nur zerstört worden, weil der Blitz mit solch einer Wucht eingeschlagen ist. Aber ich baue einfach einen Blitzableiter, dann sollte da tatsächlich nichts passieren. Von daher hoffen wir es einfach. Okay. So. Ich gehe jetzt mal auf die Brücke kurz gucken, wie das bisher so aussieht. Nur ich kann mir echt vorstellen, dass es richtig nice aussieht. Ja, hier mit den riesengroßen Fenstern. Ich weiß nicht, vielleicht ziehe ich da auch noch eine Strebe durch. Das entscheide ich dann aber spontan. Und ansonsten, wenn hier dann das große Dach noch hinkommt und so, dann wird das echt geil aussehen.
Und das wird echt eine XXL-Folge. Hier, ich glaube, da schreibe ich auch einen Titel. XXL-Baufolge. Weil, ja, das. Ich meine, ich hatte schon. Hab ja einen Cut gesetzt und jetzt sind wir schon wieder bei fast. Bei fast 27 Minuten. In dieser Aufnahme schon. Und, da kommt einiges zusammen. Hier darf ich exakt bis hierhin, ne? Ja. So. Kein Pfusch am Bau. Und dann machen wir das nochmal hier so. So, dann sind wir jetzt auch fast fertig. Ich glaube, das Dach ziehe ich offscreen rein, weil sonst wird die Folge eindeutig viel zu lang. Weil das ist echt eine Arbeit, so ein Dach hier mal eben reinzuziehen. So. Bis zur nächsten Folge habe ich dann auch oben das Lager ins ME-System gepackt, das ME-System ausgebaut. Also was heißt ausgebaut? Ich füge weitere und hochwertigere Chips zu, also keine 1K ME-Storage, sondern vielleicht so 4K oder 8K sogar. Und dann aber mache ich das auch komplett voll, dass wir wirklich keinerlei Probleme mehr haben sollten mit der Lagerung unserer diversen Items. Und ja. So, dann wär's das jetzt mit dieser Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.